Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Garnisch. Hier Gilde Nummer 2. Das ist so ein komischer Punkt da drauf. Kommt der Punkt her? Ja, Gilde 2 gegen Wubba, Lubba, Dub, Dub. Wubba, Lubba, Dub, Dub, Dub. Wie kann man sich nur so nennen? Aber gut, finde ich eigentlich ist er ganz cool, der Name. Ja, das Ding scheinen wir zu gewinnen. Also was heißt Schein? Das gewinnen wir. Hier gegen All Tree 00, mein erstes Match. Dann fange ich mal an mit einem Bobby. Und dann machen wir den Cadet Hill. Ja, und dann ist eigentlich dieses Match auch schon so ziemlich vorbei. Jetzt kann ich eigentlich den schon skippen. Gegen All Tree 00 von Wubba Lubba Dub Dub. Wubba Lubba Dub Dub Dub. So, also. Match Nummer 2. Oh, Automatik muss natürlich wieder raus. Jetzt gegen Chris. Der eröffnet mit einem Toxic Shock. So, und kommt mit einem Doomsday Device. Ich mache jetzt hier eine Stuffington Academy daneben dran. Und dann komme ich mit einem Diorama Gene. Ein Roger. Roger, Roger. Roger, Roger. Und eine Chicken Fight. Und es war's. Na, also muss ich noch eine setzen. Na gut, dann setze ich halt noch eine. Und das war's gegen Chris. So, weiter geht's. Wubba luba duba dub dub. So, gegen Randy Karkas. Sonne startet mit Cat Guards. Haben wir einen Roger? Roger, Roger. Und Marmalade. Bob. Jo, 300 Dollar Messer und das sollte es eigentlich jetzt dann auch gewesen sein. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, na, was passiert jetzt? Verliere ich dieses Match oder was? So, hätte ich mich jetzt geärgert, dass ich da auf Skip gedrückt habe. So, weiter geht's. Drei Inseln haben wir down von Wabadoo, Badab, Dab, Dab, Hero City. Der Blurns Ball. Ich spiele eine Snot Rocket. Ich wollte schon sagen Rod Snocket. Snot Rocket. Und dann haben wir einen Bob. Und einen. Nein. Einmal die Banding School. Und dann machen wir hier einmal den Diorama Jane. Jawohl, gegen Hero City. Und das nächste Match. Wuppa doobie doobie Automatik wieder raus gegen Catherine. Ein Bender. Ich eine Tina hier. Tina Tackle, das Ballmädchen, Balloon Fight oder machen wir den Balloon Fight. So, und dann, oh, das ist aber jetzt nochmal echt eng geworden. Oh ja, wir haben auch hier den Mr. Deliver. Oh, ein Street Fighter Peter. Wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Ein Street Fighter Peter. Er hatte einen Street Fighter Peter am Start. Ja, Mann, Street Fighter Peter for President, cool. Ja, geil. Schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, habe ich früher gerne mal gespielt. Ich auch noch so, das waren so zu meinen Propane-Zeiten. Ja. Randy Carcass. Chris Griffin. So, jetzt hätte ich natürlich hier Mock Trial und This All Store.
Ich fange jetzt mal mit dem Eugene Belcher an. Dann kommt der Diorama Gene. Alrighty, denn jetzt könnte es ein klein wenig problematisch werden. Ich mache jetzt erstmal das hier, cripple jetzt erstmal einen Großteil dessen runter, was da auf mich eingeprasselt kommt. Alter! Willst du mich veräppeln? Ist nicht dein Ernst jetzt hier, Kollege? So geht das nicht. What? Ich verliere nicht ernsthaft jetzt mein erstes Match hier gegen Randy Carcass. Was ist hier los? What the hell? Randy. I hate you, man. Kann ja nicht wahr sein. Was ist schon jetzt passiert hier? So weiter geht's. Also. Nein, natürlich hasse ich den nicht. Ich hasse mich selber, weil ich verloren habe. Nein, Quatsch. Jetzt gegen XXXXXXXXXX und der kommt mit einem Boom-Hauer. Ja, das Problem ist natürlich, wenn man die ganze Zeit hier so durchschnittliche Gegner hat und dann plötzlich ist da tatsächlich mal einer da auf diesem Feld, der da ein bisschen mehr kann, damit rechnest du irgendwie nicht. Guck, Mist. Jo, und dann ist es auch schon passiert, ne? Nicht? So, dann haben wir hier den XX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 
Drei Fuximarsch, Moby, Dan, The Man, Stewie, Mark Faul, Eisenzwerg, Mark Oliver 500, Herr Gleich, 2, Lilililililili, Zardos, Marunga, Tristan, Quark Müller, Joan Ricardo, Badass Charlene, Lord Universe, X-Strike, Tow Welly, Ruffy Truffy, Albertus Slimcheek, Georgios, Max Max Place to Tear, Nüssetu, Phobos, Mossefort, Raulito, Suarez, Robert und Peddler. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.